Okay. Oh! Hi! Was ist das denn? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Auf jeden Fall, auf dem Boden liegt eine Uhr. Was ist denn das, was da oben drauf steht? Wird es spitz? Tut weh. Passiert nichts, ne? Ich muss darüber. Okay, wir sind da durch. Nein! Das war überhaupt nicht laut! Da war er. Ja, super. So läuft man dem Gegner übrigens direkt in die Arme. Ja. Liebe Freunde, auch dass man das mal geklärt hat. Aber muss ich dann einfach durchwatscheln? Weil die Tür steht aber auch schon sonst wie, ne? Das ist angelehnt. Okay. Und so, dann laufen wir jetzt. Okay, das ist meine Chance. F. Ja. Hilfe! Großartig! Geh durch. Ich hoffe, da war nicht irgendwas zum Anzünden oder eine Puppe oder irgendwas. Ich komme nicht mehr zurück. Alter. Durchatmen. Großartig. Okay. Ich muss irgendwie über die Bücher hoch. Da, ruf. Okay. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch wieder gesehen, so ein Teil. Ich sehe mal zwischendurch Teile, die ich kenne und dann wieder nicht. Von dem, was Gronkh gemacht hat. Ja, lauf. Kittig. Okay. Passiert schon mal nichts. Oh. Aber ich habe irgendwie an den Bildern von den Errungenschaften habe ich gesehen, dass man irgendwie was mit dem Klavier machen kann. Deswegen habe ich jetzt probiert, irgendwas zu machen. Ich weiß aber nicht, was man dafür machen muss. Habe ich nicht geguckt, muss ich gestehen. So, dann müssen wir darüber. Zu viel Krach. Oh nein. Ich wollte gerade dem schon wieder in die Arme laufen fast. Dann hole ich den jetzt. Ich bin jetzt einfach mal wagemutig und spiele jetzt nochmal Klavier. Weil ich bin ein Errungenschaftenjäger, so ganz nebenbei übrigens. Denn jetzt ist er ja ganz in der Nähe. Vielleicht kann ich ihn ja so was hinlocken. Ja. Oder sterben. Einfach sterben.
Ich Spieltyp, ich. Mist. Okay, aber zum Glück an derselben Stelle. Probieren das aber jetzt nochmal. Wir triggern den erst oben. Und dann wird nochmal Klavier gespielt. Und zack! Oh nein, ich Idiot! Oh, aber wenn ich oben gelandet wäre, wäre ich nicht gestorben, oder? Das sah zumindest fast so aus. Bin nicht schnell gelaufen übrigens, warum ich den Sprung nicht geschafft habe. Ich habe gerade vergessen, X zu drücken beim Laufen. Das war wieder dieses Element, man will es dann zu schnell machen. Und wenn man etwas zu schnell macht, macht man Fehler. Also jetzt langsam. Hinten gegen. X drücken, laufen, springen, hüpf. Oh, sogar ohne auf die Tasten zu kommen. So. Gut, triggern wir den da oben. Hi. Und gehen wieder runter. Und diesmal springe ich nicht auf die Tasten, sondern springe erst wieder rüber auf das Feld und dann auf die Tasten. Alles auf Nummer sicher. Bist du drüben? Bist du drüben? Bist du drüben? Du bist drüben, oder? Ja. So. Jetzt warte ich nämlich. Und dann machen wir hier den Geronimo. Und hüpf. Und wieder zurück. Zack. Scheinbar passiert nichts. Er speichert aber zwischendurch. Warum speichert er zwischendurch? Das irritiert mich voll. Okay. Es ist scheinbar nichts. Aber man muss es ja ausprobieren, ne? Ja, jetzt auch mega witzig gewesen, wenn der jetzt von oben in den Tod stürzt. Dass man selber sogar so irgendwelche Wesen sogar noch, ja, umbringen kann, bereinigen kann, wie auch immer. Das wäre witzig gewesen. Na gut. Wir kommen also nicht drum rum. Da hinten sind irgendwelche Kisten. Wir gucken einfach, was hier ist. Okay, hier ist Teppich. Was ist das? Das ist wieder so eine Kurbel, oder? Oh, da ist er doch, oder? Ja. Fuck. Also kein Licht. Hallo. Ist das Teppich? Ja. Machst du da? Freund? Ah, du liest jetzt Bücher. Muss ich. Oh nein. Die fallen doch bestimmt um, oder? Okay, noch nicht. Puh, da oben ist eine Kerze. Umwerfen. Ich will die Kette machen. Seine Arme sind nicht lang genug für hier oben. Wie cool. Oder? Täusche ich mich? Ich glaube fast ja. Na mal gucken. Wie komme ich darüber, ohne Geräusche zu machen? Gar nicht. Vorsichtig! Oh Gott! Das liegt hier oben alles drauf, ey! Das gibt's ja gar nicht! Kann ich ihm die komische Dicke auf den Deckel packen? Zack! Oh, war das knapp! Nichts. Ich bin da gar nicht. Nein, nein. Genau. Hau mal ab. Ja, wieder Geräusch gemacht. Schaffe ich das? Das Geräusch hat er rechts gehört, ne? Tschüss.
Aber er kann durch die Tür gehen, oder? Da ist eine Tür. Ein Fernseher. Natürlich. Kann ich sogar anmachen, wie es aussieht. Da ist ein Knopf dran. Und eine Kurbel. Aber die Kurbel bräuchte ich eher wieder für das vorher, oder? Ich gucke mich erstmal um. Kann man da? Nee. Hm. Auf jeden Fall kann ich das hier wieder umwerfen. Aber Geräusche triggern ihn scheinbar nicht. Das heißt, ich bin hier relativ safe. Zumindest im Moment. Das ist ja überhaupt nicht laut! Machen. Nein! Hängen geblieben! Shit! Ich Idiot! Ich hab die Kerze angemacht! Aber es ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Nein, ist es nicht. Ah, scheiße. Aber dafür ist die Kerze jetzt an, ne? Nehmen wir selber auch mit. Ich habe vorher was gesehen, wo man kurbeln konnte. Ich traue mich keine Geräusche zu machen. Da. Da kommt das doch rein, oder? Es ist richtig! Oh mein Gott! Ich habe aufgepasst. Entschuldigung, aber ihr wisst, was passiert, ne? Ich springe wieder auf die Tasten. Nein! Ich will diese Errungenschaft, weil ich glaube, das Klavier oder das Symboldeck des Klaviers, es wird nicht ein weiteres Klavier im Spiel auftauchen. Ich glaube nämlich, das hat hiermit zu tun. Aber vielleicht auch nicht. Na gut. Oh Gott. Natürlich, ich fall runter, oder? Oh, die Spielereien. Ich hasse sie. Kann ich was machen? Ich kann nichts machen. Ich häng da und fall runter. Ich schäme mich ein bisschen über mich selbst. Also, die Frage ist, auf dem Klavier war ein Speichersymbol? Oh nein. Oh nein, es tut mir leid. Ihr lieben Zuschauer, ich bin da ein bisschen verspielt. Mist. Was für ein verstörendes Lied auch, oder? Oh.
Bitte langsam. Bitte langsam diesmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt der her? Lauf da durch! Weia. So. Wo ist er? Ist er weit genug weg? Wahrscheinlich schon, ne? Aber es triggert ihn auf jeden Fall. Dafür gibt es ja das Geräusch. Naja, diesmal laufe ich nicht groß auf den Tasten hin und her. Oh Gott.